Freunde, ein ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Digimon Masters Online. Und ja, wir spielen jetzt wieder ein wenig, weil wir wollen ja schließlich Level-Ups bekommen. Richtig. Und deswegen killen wir jetzt alles hier, was geht. Wir nehmen ja alles an. Dann gibt es hier schön XP. Red Digimon muss ich killen, ja. Das geht doch schnell, das geht fix. Und Tentomon glaube ich auch noch, ja. Die Tentomons, die gehen schnell. Oh, da ist ein Rabbit da hinten. Rabbit! Oh, der droppt was. Okay, you must become stronger. Ach, davon muss ich, glaube ich, 15 Stück sammeln. 15. Das ist schon hardcore. Aber es geht fit. Und Kiwi, muss ich Kiwimon eigentlich killen? Ja. Natürlich muss ich Kiwimon killen. Aber warum steht denn da Data vor? Ich sehe da doch. Wir sind schon 51. Noch 14 Level, Leute. Dann können wir Dingens anlocken. Unser Burst Mode zu Banjo Banjo. Das geht auf jeden Fall schnell. So, haben wir jetzt hier von allem hier irgendwas? Tentomon One-Hitten war. Also wir One-Hitten hier eigentlich alles. Boom. Boom, 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 boom. Und ja. Es geht einfach, Leute. Es geht. Und da muss man sich wieder richtig hinsetzen und so Zeugs. Heute ist auch schönes Wetter, sieht man ja hinten. Ne, gleich geht's noch mit Freunden ein bisschen grillen und so und. Ja, wird ein chilliges Wochenende auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt auch ein chilliges Wochenende. Also, wenn die Folge rauskommt, ist schon nächstes Wochenende wieder. Also, ich glaube, am Freitag kommt diese Folge hier raus. Weil ich nehme ja im Voraus auf, wisst ihr ja. Meistens dann immer am Wochenende. Aber das wisst ihr ja. So, Kiwimon kommt sofort wieder. Also, das geht hier rucki-zucki. So, jetzt müssen wir nochmal 15. Wie viele noch? 11 Stück. Ja, das kann jetzt erstmal ein bisschen dauern, bis wir die alle haben. Aber was willst du machen, ne? Deswegen hauen wir die jetzt erstmal alle hier kaputt. Da hauen wir die alle erstmal kaputt. Aber ich glaube, nur Tentomon droppen die irgendwie. Habe ich das Gefühl. Oh, Tentomon Ziel. Ja. Ein Tentomon Ziel. Jetzt haben wir schon 6 von denen. Sexy, 6, 6. Oh, 7. So, diese Attribute, also die Attribute Rank A, die kann man in seinen Klamotten, die man droppt oder kauft, kann man die da einfügen. Und da gibt es auch wieder spezielle Stufen für, die höher oder niedriger sind. Ist halt schlau, wenn man sich die im höheren Bereich holt, ne? Ist ja klar. Aber die kosten dann dementsprechend auch viel Geld. Also ich habe jetzt, glaube ich, für meine beiden Attribute auf Barbamon, die fast 300 Attack geben, habe ich jetzt pro Stück. Ich habe eins sehr günstig gekriegt, also eins habe ich für 10 T geholt. Und mit dem anderen konnte ich gut verhandeln, da habe ich es, glaube ich, für 6 oder 7 T bekommen. Und ja, plus 300 mehr ist auf jeden Fall schon eine feine Sache. Und geht gut ab in den Raids und so. Ich bin jetzt nicht halt so der Raider hier. Ich ja, chill eigentlich nur mein Leben hin und her hier. Und ich mache immer Schritt für Schritt, mache ich meine Sachen hier. Also, bevor ich raide, ich will nicht immer sofort raiden oder so, wenn ich gerade in dem Levelbereich bin. Also, ich bereite mich richtig drauf vor. Also, das kann schon echt lange dauern, weil, ja, ist halt so bei mir. Ich will da nicht so unvorbereitet reingehen und so. So, dann haben wir jetzt alle 4 Quests hier fertig. Und jetzt geht's ab.
Jetzt sind wir nämlich auf 52. Und ja, hier geht es jetzt halt immer weiter. Ba, 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 bam. Das machst du jetzt die ganze Zeit halt, ne? So, die kann man wegschmeißen. Die kann man jetzt eigentlich eintauschen gehen gegen Digi-Eggs. Also, nicht 100% Digi-Eggs, sondern die Dings-Digi-Eggs. Mercenary-Eggs, die nicht 100% sind. Und, jo. So, jetzt sind wir hier bei hier sind wir jetzt, okay. Ja, das sind auch chillige Quests, die man hier machen kann. Der will aber, glaube ich, auch ein Dingens haben, ne? Gotzumon und Rockmon. So, und das Ganze muss ich gleich umgekehrt machen. Da muss ich Cherrymon und Woodmon healen. Bam, 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 bam. Mal gucken, wann hinten war die Rockmon? Boah, jo, fast. Fast. About. Ja, dann killen wir die halt so jetzt. Geht ja auch schnell. So, haben wir jetzt eigentlich schon mal Skill Level abgekriegt? Ne, immer noch nicht. Immer noch nicht. So, nochmal Rabaut hier. Und das war's. Da haben wir die Rockmon schon mal alle besiegt. Die Rockmons, jetzt kommen die Gotzumons. Hier kann man auf jeden Fall auch noch gut leveln bis Level 55. Also von 46 auf 55, wenn man Bock hat. Also nur, wenn man Bock hat. Sondern nochmal eine Chicken Combo, damit das auch hier leichter vonstatten geht. Ba-ba-bam, ba-ba-bam, ba-ba-bam. So, jetzt haben wir hier F2. Damit dieses Gotzumon auch ja schnell stirbt. Ja, geht doch flott die Karotte hier. Und wenn wir später sogar nochmal die Dailies machen können, dann ist das noch perfekt, also noch besser. Dann schaffen wir wahrscheinlich wirklich heute noch unser, wie heißt es, unser Pancholeomon. Das wäre auf jeden Fall nice. Und wie ihr seht, hier leveln auch viel, viel mehr Leute als wie bei in All 3, weil ja, man kann auch hier bis Level 41 leveln, locker, ohne Probleme. Weil die Wuppen, die machen halt nicht so viel Damage, ne? Aber die XP ist halt nicht so geil. Wie als wenn du... Als wenn du bei Dexduro Greymon levelst. Also finde ich jetzt auf jeden Fall. Gut, wenn man jetzt hier einen Booster anhat, dann geht das auf jeden Fall richtig schnell. Und dann geht das. So. Bam. Geht schon gut ab. Pokémon haben wir ja auch gleich alle besiegt. Die Woodimons. Noch zwei Stück, ne, ja, zwei Stück. Jetzt noch ein. Und dann war's das auch schon. Dann nur noch die Cherrymon und dann haben wir die nächste Quest auch schon wieder fertig. Also hier geht echt. Das geht rucki zucki. Auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, wie oft ihr zockt, wenn ihr Dailies habt oder ihr die noch ausstehen habt, jeden Tag machen, auf jeden Fall. Gut, Cherrymon One hinten war noch nicht. Aber hier kann man auf jeden Fall gut Woodmon X farmen, das ist auch geil. Richtig knackige Woodmon X. So, dann der ist tot. Und nächster. Der nächste, bitte. Wir nehmen sie alle auseinander. Alle. Dann nehme ich einmal hier sowas. So, dann holen wir den nochmal eben. Natürlich geht das daneben.
Und nicht sterben. So. Ui. Heilen wir mal eben. Oh nein, ich hole lieber ab, bevor der uns anvisiert. Ah, der Cherrymon kommt jetzt, ne? Der Cherrymon, das Cherrymon. Keine Ahnung. So. Jetzt kommt jetzt Stop Fighting. Da müssen wir nur labern. Und dann gibt es wieder Level Up. Thema Level und Digi Level Up. Hä, kommen wir. Der gibt doch noch eine Quest. Für Dingens. Ah, ne, jetzt gehe ich erstmal hier oben hin. Für Raid. Für Kovagamon Raid. Aber warum gibt der die nicht mehr? Weiß ich gar nicht. Ja, in drei Leveln sind wir schon Thema Level 40, Mann. Dann haben wir schon 20 Thema Level heute gemacht, ey. Geht auf jeden Fall fit. Es geht fit. Schalalalala. Ach, jetzt hab ich von den Zabördramon. Oh, die Quest, die sind auch. Oh. Also bei den Schwarzen, das. Ja. Ne, die mache ich nicht. 100 Stück müssen wir davon sammeln. Die mache ich nie. Also die braucht man wirklich nicht machen. Die ist richtig doof. So, jetzt müssen wir hier alles killen. Alles hier, Birdramon und so. Die ganzen Birdramons. Und die Seeds und so ein Zeugs holen. Aber das geht. Eigentlich geht das auch relativ schnell. Eigentlich, aber ich sag nix. Ich sag nix. Na, wie schnell bist du schon? 48. Nicer Shit, Digga. Boah, dann droppen die überhaupt nix. Boah, hier sind voll viele Schwarze. Das ist ja krass. Sonst ist ja mal leer der Spawn. Also der Spawny Spawn. So, dann ist der jetzt tot. Dann können wir den auch nochmal eben killen. Und den. Und die droppen keine Seeds. Das ist halt das Doofe. Ich habe ja gesagt, die droppen nicht so gut. Die Birdramon droppen da, glaube ich, ein bisschen besser. Aber gegen die sind wir sogar auch noch stark. Das ist gut. Aber die droppen überhaupt nichts, ey. Die droppen ja überhaupt nichts. So, dann nehmen wir den nochmal hier auseinander. Aber ich glaube. Oh. Yeah, noch ein davon. Aber da war noch gerade drei, oder? Speaking with Biomon, okay. Mit Biomon speaken. Speaken war doch. Oh, das Hawkmon. Hawkmon. Komm, gib uns die Seeds. Jawohl. Ich danke dir. Bam. Aber jetzt ist der Dings da wahrscheinlich. Der macht Gogamon. Und macht die Schwarten. Oh Mann. Dann. Oh, fuck you. Fuck you. Der gehört uns. Und jawohl. Jawohl. Jetzt will uns nur noch. Noch die ein Schwarzer. Ne, normale Bö. Börderamon finden uns noch, lol. Lol, 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 lol. Wusste ich gar nicht. Da ist es. Dann nehmen wir halt dieses. Einfach mal so von hinten in den Rachen rein, die Nägel. Und die droppt nix. Die brauche ich ja nicht. Komm, die normal Börderamon. Ah, da hinten, da spawnen da auch immer zwei Stück. Ja, Mann, da sind sie.
Und das sogar noch ein Rabbit. Hol dir den Rabbit. Los, hol ihn dir. Wie viel haben wir denn da schon von wieder? Drei. Drei Stück. Oh, wir sind schon über der Zeit, aber ich will jetzt noch mal eben hier das hier fertig kriegen. Boah, will er uns verarschen? Da spawnen sie wieder, ey. Die spawnen auch immer voll weit weg. Ach komm, jetzt ärger uns doch nicht. Ich gebe uns doch jetzt hier die. Oh, schon wieder Facebook, ey. Das geht nicht. Los, Birdramons, kommt. Spawnt mal wieder. Ne, die will ich nicht. Die möchte ich. So, kriegen wir das jetzt? Nein. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Digimon Master Online. Ciao.